Okay. Ja, das, was Jimmy sagt, liebe. Okay. Damit willkommen Also hast du dich angehört? Ich kann auch nichts. Willkommen bei Mimi. Mimi Minecraft. Liebe Kinder, wie geht's euch? Erzählt uns doch was Schönes. Oder ich baue hier weiter den Void Resource Miner, den Jimmy so schön fertig gemacht hat. Und jetzt zeigt es mir nichts an. Macht's was? Ah, es ist fertig. Fantastisch. Das war's auch schon. Geile Sache. Ja, wir hatten uns in der Zwischenzeit mit einer kurzen Zombie-Plage zu Solarpanel kannst kämpfen. du auch hinstellen, ne? Bitte was? Das Dreier Solarpanel Tier zu drei. Das brauche ich jetzt auch noch an, ja. Aber Brauche das ich. Problem ist, wir könnten von den Ressourcen her T4 machen. Das Problem ist nur, dass, um das mal kurz aufzuklären, bevor jetzt alles drin macht, durch T4. Ja, wir brauchen aber für jeden Maschinenblock einen Netherstar. Und Wir wir haben noch haben so nicht viele genug. Netherstar. Nee, du brauchst, glaube ich, 80 Blöcke oder so, 18 Maschinenblöcke dafür, und Ja, lassen wir das erstmal. da sind wir halt noch lange nicht, weil das heißt, wir bräuchten noch 80 Netherstars, ne? Und dafür ist Jimmy ja gerade noch am Werkeln. Deswegen, no panic, Ja, wir haben bitches. also da fehlt uns noch einiges. Hast du gerade unsere ne, ist auch egal. Für die, die es nicht verstanden haben, frage ich einfach mal nicht nach. Besser Aber ist. du hast das getan, was ich gedacht habe, oder? So indirekt. No Panic, Bitches. Das war eigentlich nicht böse gemeint, aber an sich ja. Okay. Sind wir uns, was das angeht, zumindest einig. Also, ich sag mal, war nicht die feine englische Art, aber. Ja, ich habe es ja extra nicht erläutert oder versucht nicht zu erläutern, damit es Leute vielleicht nicht raffen, aber ja. Ach, weißt du. Unsere Zuschauer verzeihen uns das. Oder? Stellt euch nicht so an, ihr seid doch keine Bitches. Ich greife das einfach bei der Wow. Wow, und sehr subtil. Sehr subtil. Arme. Ich fand, das war jetzt an Subtilität kaum zu überbieten, also. Ich glaube, da warst du auch so ein bisschen der Einzige, der das jetzt fand, wenn ich das so sagen darf, so Das unverblümt. glaube ich auch. Ja, bist du da? Kannst du Ja. mir gerade noch einmal Redstone-Conduits herstellen? Ich glaube, oben rechts in dem Crafting-Table, da sind sie, ist das Rezept mal drin. Redstone, was? Redstone-Conduits. Oder Conduits, wie der Engländer sagen würde. Keine Ahnung, ob der sagen würde, aber ich behaupte das einfach Weiß ich mal. nicht, in welcher Crafting Table oben sollen die drin sein? Oben rechts, also im System oben im Crafting Grid, Ach so, ach da müsste so. das Rezept noch drin. Und ich mache mich oben zum richtigen Crafting Table auf dem Weg. Naja, also ich rede eigentlich schon nur vom System, alles andere würde ich dann ansagen, glaube ich. Ja, sind, wie viel Weiß ich brauchst du? nicht. Ja, ich brauche drei, aber du kannst, glaube ich, eh nur vier herstellen. Von daher. Ich habe jetzt 64 hergestellt. Ja, passt doch. Ist im System. 64 war jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber Ach komm, wir verbrauchen hier alles. Irgendwann bist du mir dafür noch dankbar und sagst, boah, gut, dass du die gemacht hast. Nein, wahrscheinlich nicht, aber. so oft brauche ich die jetzt wirklich nicht, aber hey. Ah, Und läuft dann doch. steht er nachher da, du hast viel zu wenig gemacht. Ich kenne das doch. Ist doch immer Also dasselbe ich hier. brauche jetzt tatsächlich noch zwei. Ohne bei dir schon welche rausgenommen, aber Ach so. 64 Ja, okay. sind Ich dachte okay. jetzt nach den 64 wolltest du noch zwei, dann hätte ich jetzt aber ein Nee, nee, bisschen nee, nee. herzhaft gelacht. Oh, du lach, der soll in China sein Kreis umfällt, Freundin, hör mal. Weißt du, wie ernst die Chinesen ihren Reis nehmen, Digga? Die finden das nicht Weißt lustig. du, wie geil mir das ist? Ich kann es nur vermuten, aber. So, leider, nicht leider. Achso, ist meine Witchwater fertig? Ich Aber habe das keine Fliegen ist immer noch, Ahnung. das Fliegen ist ein bisschen langsam. Es ist nicht so schnell wie beim Game Mode, muss ich sagen. Naja, drück mal Shift, drück mal Steuerung, Ja, kannst du, wenn du sprintest, bist du schneller, oder was? ne? Ja, gut. Das habe ich natürlich nicht ausprobiert. Dann fetzt dir die Luzi weg, sag ich mal.
Ja, aber die wollte heute Abend noch ganz böse Sachen mit mir machen. Tja, selber schuld, wenn du sie wegfetzt. Oh, Mann. Liebe Lucy, verzeih uns. Ja, falls da irgendjemand Lucy heißt und uns zuguckt, dann ist es zum Leid. Wir würden gerne Schweinkram mit dir anstellen. Das sieht an Ron, dass ich manchmal so bin, wie ich bin. An wem sonst? Spiel doch einmal mit. Es liegt an mir, Lucy. Jimmy ist eigentlich ein ganz lieber Kerl. Ja. Die Frage ist nur... So nett wie Herbst oder genug? Was habe ich mir jetzt schon wieder weggepackt? Ich habe keine Ahnung. Alter. Das war manchmal echt schlimm. Weil ich halt die Sachen immer mit Shift wegdrücke und ich dann mit der Maus ein bisschen... Und ja, dann war es weg, schwuppsdiwupp. Irgendwas ist weg, keine Ahnung, was weg war. Ich weiß nicht. Ich werde es sehen, wenn ich es brauche. Höchstwahrscheinlich. Und dann steht man da und denkt sich, fuck. Ja, ich habe ja so gebaut, dass ich fast überall Wireless Transmitter technisch unterwegs bin. Also. Da ist ja auch das absolute Minimum hier. Sag ich mal so, ganz unverblümt. Mein Gehirn ist auch nicht mehr das, was es mal war. Wobei, andere würden es wahrscheinlich nicht mal Gehirn nennen. Wenn ich jetzt die Hand hebe, wäre es frech. Nein, halt einfach die Fresse. Okay. das Solarpanel war auch... Ach, ne? Ja, ich glaube, das war aber auch zwei tief. Ach, zwei oder drei. Zwei tief war es, ja. Ja. Ich mach mal drei, ob es jetzt schwebt oder nicht. Reicht das? Nein, reicht nicht. Ich bin auch selten blöd. Wunder mich, warum nichts passiert, wenn ich einen Teleport-Wand in der Hand habe. Muss ich dazu jetzt was sagen oder? Nö, lass mal. Stehen lassen. Okay. Finde ich gut, dass wir es einfach so stehen lassen können. Einer muss. So bleiben wir auch echte Freunde. Eine. Ja. Der Geist hat schon gesagt, nee, will er nicht, oder was? Das Ding ist fertig. Und ich werde jetzt. Fackeln fallen runter. Na, du kannst auch an den Außen auf den Dings Fackeln stellen. Wenn nicht, dann mache ich dir einen Vorschlag, wenn ich du das safe bauen willst. Das ganze Excavaten hier. Los. Was? Excavaten? Ein Anziehgebiet, was ich gerade gebaut habe. Wobei es Quatsch. Ja gut, aber wenn die Fackeln runterfallen, dann ist da ja auch nichts mehr. Außerdem ja, ist, ein ist Argument. Das nur Stone. Ja, hier hast du aber Cobblestone, ne? Also du würdest dann nur hier Stone abbauen. Ja, stimmt. Und den Cobblestone kannst du nicht excavaten. Mach dich nur bereit zu fliegen. Ich fliege. Wow, das hat ja noch nicht mal alles abgebaut. Nee, leider nicht. Ja, perfekt. Ist doch geil. Alles hovert so in einer etwa gleichen Höhe. Ich wollte gerade auch eine Fackel stellen, aber alles cool. Ich stelle mal eine oben drauf, einfach weil es schön beleuchtet ist. Ich will jetzt nicht wissen, wie viel Stone wir jetzt verbraten haben. Also ich habe keinen einzigen deines Kill-Deer-Stones. Ah ne, warte, die wird ja zu Cobblestone. Ja, die wird zu Cobblestone. Was ist denn das Dimensional Transceiver-Gedöns hier? Speed Modifier. Warte, willst du? Du hast noch zwei Sachen gebaut, die irgendwie hier rumfliegen in meinem Inventar. Speed Modifier und ein Dimensional Transceiver. Kannst mal. Ja. Weißt du, selbst wenn hier Monster spawnen würden, wäre scheißegal, die würden doch eh alle runterfliegen. Bau mal hier die Piezo Modifier ab. Aber bitte wieder kriegen. Also nicht runterfallen lassen. Vielleicht mache ich das dann von unten. Weil die funktionieren nur am Solar Panel und am Solar Panel kannst du die Speed Modifier abbauen. Okay. Weil die funktionieren aber nicht. Und dann erkläre ich dir gleich auch deine Frage. Ja, dann aber macht das erstmal. Ist das ja eigentlich schon erklärt. Accuracy Modifier auch runter, wa? Nee, den kannst du dran lassen. Okay, nur wobei, die... warte. Also ich hab zwei Accuracy Modifier pro Miner und den Rest Speed. Okay. Und die Piezo sind dann halt für das Solar-Panel. Die Piezo sind fürs Solar-Panel, ja.
Aber halt, ich habe die Modifier ja schon für die Vierer gebaut, deswegen hast du davon mehr. Ach so. Als jetzt die Dreier verbrauchen, weil die Modifier sind halt nicht anstrengend. Das Einzige, was du gleich, wenn du das gleich wieder aufstellst, dann musst du darauf achten, dass du halt die anderen Modifier nicht hast, weil das Ding nimmt halt einfach jeden, egal welchen Modifier, egal welchen. Na, ich würde die dann mit der Hand reinmachen, wa? Ja, und dann mit dem Assembler nochmal drauf, damit sie das auch gerafft hat. Ja, das könnte funktionieren. Ich hoffe. Also hier sind jetzt noch 4 AQUC-Modifier drin, warte mal, das ändere ich mal eben. Okay. Weil da sollen ja nur 2 rein. Und hier sind jetzt Speed-Modifier ohne Ende drin. Ja, aber das, die funktionieren halt bei Solar Panels nicht. Die kommen jetzt raus. Genau. Siehst du schon gut, dass wir fliegen können? Ja, würde ich auch sagen. Hier sind noch Pier zum Modifier. Weißt du denn jetzt bei den Solar Panels überhaupt, wo die Modifier hingehören? Weil ich wüsste es nicht. Naja, ich kann das ja jetzt spiegeln, ne? Kannst das so einfach aufbauen, indem du gleich, nachdem du die Speed Modifier eingebaut hast, nur die Piezo Modifier im Inventar hast und dann rechtsklick drauf drückst. Das wäre die einfachste Art und Weise. Das ist zu einfach, Jimmy. Ja, ich weiß. Ich weiß es. Die Dinger fangen ist eher die Herausforderung. Die fliegt doch genau drunter. Mach ich. Dann fallen sie doch in die Fresse. Also in dem hier, in dem Resource Miner müssen nur noch Speed Modifier rein und in dem anderen auch. Okay. Ich habe die Accuracy schon umgetauscht. Fantastisch. Und halt alles nur mit dem Assembler drauf und dann Kabel verlegen und so weiter und so fort. Da komme ich dir helfen, weil das hast du ja, glaube ich, noch nie gemacht. Wa? Nee. Also Rohr verlegt, okay, aber. Nee, Rohr verlegt habe ich schon oft. In den beiden Minern nur Speed und Accuracy. Jo. Jeweils 2 Accuracy und der Rest Speed. Das müsste, wenn mich mein Kopf nicht im Stich lässt, die beste was ihr in Reddit, ja genau, was ihr in Reddit-User mal errechnet hat, die beste Kombo. Deswegen habe ich das so gemacht, gibt Sinn, ne? Hoffe ich doch. Tschüss, Zombie. Bye. Genau. Have a beautiful time. Have a wonderful time. Hier sind irgendwie mehr Speed drin. Und der hier ist jetzt fertig und der hier ist jetzt fertig, aber jetzt fehlen mir, wenn ich das richtig sehe, Modifier für Piezo. Na warum? Du hast doch nur 8 gehabt, oder nicht? Ich habe 2 Modifier, Piezo Modifier. Und hier ist. Die hast du gleich ausgetauscht. Ja, ich habe 2 jetzt hier wieder reingemacht. Und jetzt habe ich noch 2 im Inventar. Das heißt, es fehlen mir demnach 4, wa? Ne, ich habe 4 ins Dings getan, aber warum fehlen dir welche? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich auch nicht. Hast du vielleicht außerdem zu viele Speeds gemacht? Was genau möchtest du? Ich kann dir gerade nicht folgen. Ich möchte, das Solar Panel braucht doch ausschließlich Piezo Modifier, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, oder nicht? Ja, es ist richtig, aber erstmal fehlt hier noch ein Speed Upgrade. 2 sogar noch. Ja, die hab ich noch da, das ist kein Problem. Hör auf, mich zu natzen, Spiel. Nein, hör nicht auf, ihn zu natzen. Doch, bitte. Das fände ich aber schade. Ich weiß, aber ich nicht. Und das ist viel wichtiger. Ich bin mir da nicht so sicher. Hier fehlen noch Modifier. Das ist fertig. Die habe ich doch, ja. So. Ja, Solarpanel fehlt noch Modifier. Ja, sag ich doch, da fehlen die Piezo Modifier. Ja, hab ich doch gerade angebracht. Fliegen letterst du, Alter. Was ist jetzt Lag oder Brain Lag oder was war das jetzt? Eine gesunde Mischung. So tief wie du gefallen bist. Nimm deinen Assembler in der Hand, drück ja, da drauf. Ja, ich bin doch auf dem Weg, alles locker. Ist das eilig? Es sah so ein bisschen aus wie was mache ich jetzt? Entschuldigung. So, fertig. Es steht und wächst und wohnt und lebt.
So, jetzt fehlt nur noch Verkabelung, wa? Pass auf, du nimmst dir erstmal aus dem System einen Dimensional Transceiver. Oder drei. Ich weiß nicht, wie viel wir noch haben. Vier insgesamt. Ja, wobei fünf, ich habe einen aus dem Inventar. Ich habe einen noch im Inventar. Gut, dann nimmst du die Item-Conduits raus. Und. Moment, Moment. Da. Speed Upgrades, Item Conduits. Habe ich. Ich weiß nicht, ob du eine Chest brauchst. Kannst du auch mal einen rausnehmen, zur Vorsicht. Ja, im besten Fall brauchen wir die ja. Nee, im besten Fall brauchen wir keine, weil es alles bei den Translocator Blag geht. Dimensional Translocator. Okay, haben wir. So, jetzt gehst du zum Solarpanel hin. Ja. Warte, ich komme sofort. Ich fliege, ich brauche nicht mehr laufen. Nur noch ja, Fußvolk läuft. Kannst du ja eh nicht hinfliegen. Lass mich raten, ich baue da einen Dimensional Transceiver an, ja? Nein. Nie gönnt er mir was. Also probier es, aber ich glaube, es funktioniert nicht. Ich glaube, du brauchst vorher hier die Kapazität, die Bank. Ja, dann hau ich auch direkt dran. Na. Bevor ich jetzt hier lang rumwurschte. So. Ah. Da kannst du ihn dran haben. Den Translocator, der funktioniert. Ja, das ist scheiße mit Shift, wa? Ja, ein bisschen. Was ist jetzt alles? Nee, der will nur runterfliegen. Man natzt mich nicht! Ja, danke. Die Idee ist vielleicht ganz gut. Bevor und es sind auch noch Slapstick, die kannst du auch noch excavaten. Ja, wobei lieber nicht excavaten. So. Nee, achso, doch, ist richtig. Doch, ist doch, passt doch. Ja, jetzt machen wir für den Strom hier aber eine eigene. Mach mal selber, geh mal in den Translocator rein, rechtsklick. Ja. Also gehst du auf Strom und mach mal für die, weil das soll ja das ist ja eine eigene Strom-Blarkeks, mach mal dafür eine neue Frequenz. Willst du es wissen oder willst du erstmal selbst kurz gucken? Also ich sehe hier Send und Receive. Und Local Buffer und... Ja, du hast an der Seite auch noch Knöpfe. Ja, ich guck da gerade drauf. Buffer im Item Stacks oder Configure I.O. Aber das... Nee, du hast dann noch daneben, hast du noch... Ach, da, jetzt, wo du es sagst. Ich will ja nichts vorsehen. Da, Strom, Available. Genau. Jetzt mache ich eine neue. Okay. Genau. Schön wäre es, wenn ich auf Plus drücke, auch eine neue nimmt. Ne, du musst erst was eingeben, sonst kann das Spiel nicht. Was nehmen wir denn? Ja, mein Gott, nenn sie wie du willst, ist auch vollkommen egal. Okay. Haben wir. Jetzt nimmst du da auf Send. Also Itemstrom und dann ist ja genau. Okay. Das und heißt. Gehst du. Der sendet jetzt von dem von der Kaffee-Bank, was wir in dem Solarpanel herstellen, Strom. Okay. Das und jetzt bedeutet, stell ich mal hier neben. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Es kann sein, dass wir hier auch Capacity. Dass wir scheiß Banken brauchen. Mein Gott, noch eins. Das ist auch ein scheiß Wort. Capacity. Ja, dann holen wir die halt von den anderen da, oder nicht? Ne, stell doch erstmal hin. Ja, mach ich doch jetzt. Alles cool, my friend. Nein, du hast dich umgeguckt und gesprochen. Ne, geht aber auch so. Das weißt du doch noch gar nicht. Machst du hier ruhig. Ne, das ist ja falsch. Ich hab doch gar nichts gemacht. Achso, nee, weil die noch was eingespeichert war. Ja, genau. Wahrscheinlich. Bei Item kannst du hier einfach Miner Send einstellen, ist auch so eingestellt. Okay. Ich glaube, das funktioniert aber nicht. Aber ich kann mal eben die anderen vom Strom. Ja, er kriegt halt Strom, aber. Nee. Naja, du siehst aber nicht, ob der Dings der Strom nicht. Kriegt. Das siehst du nicht. Das siehst du, guck doch hier, das siehst du nicht, ob die Strom kriegen oder nicht. Has direct. Das Einzige, warte mal, wir machen da. Hast du noch die Truhe dabei? Ja. Stell die Truhe mal hier neben einfach. Wir gucken mal eben, ob. Naja, schon genau neben den Kapazitor. Also. Das wäre am interessantesten. Jetzt machen wir nämlich, jetzt tricksen wir das nicht mal aus. Machen wir kurz eine neue Item-Tests, irgendwas. Machen, dass der die sendet. Und auch resolved. Ja, aber ich werde die Folge jetzt mal so langsam beenden, weil wird mal wieder länger, wa?
Und ihr werdet in der nächsten Folge dranbleiben und weitergucken. Bis dahin sage ich mal, wir sind cool.